Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen... Warum hab ich... Okay. Zu einer neuen Folge Layers of 4, meine lieben Damen und Herren. Wir sind wieder hier. Und wir laufen. Ist ein schöner Gang wieder mal. So schön. Ich muss laden. Dass das immer laden muss hier. Kerzen. Laden. Kerzen. Laden. Ah, fertig. So, wir waren letztes Mal hier. Ja, also nicht hier, sondern wir waren letztes Mal... Mach mal auf hier. Ja, wir waren letztes Mal, waren wir hier. Hier mussten wir dann ein Telefonat machen. Genau, okay. Ja, so müssen wir erstmal dran gehen, stimmt ja. Warum sollte ich denn mit dir reden? Ich verstehe das gar nicht. Warum sollte ich mich denn auf dieses Niveau hinabbegeben? Da fehlen jetzt irgendwie Zahlen. Sollten da jetzt so ein paar Zahlen stehen. Ja. Hier mal einmal drauf gucken. Ich meine, das war die 3. 6. 3. Oder auch nicht. War das tatsächlich richtig? Nein, das war nicht richtig. Das kann nicht richtig gewesen sein. Hier ist wieder ein Telefon. Achso, stimmt ja. Mal nach oben gucken, stimmt ja. So, wie ging das jetzt weiter? Achso, ja, stimmt. Jetzt ist hier nämlich eine Tür auf. Genau, so. Jetzt müssen wir hier durchgehen. Ich muss ja jetzt gerade noch zu dem Standpunkt kommen, wo wir letztes Mal waren. Ne? Es ist ja wieder mal Kappes hier. Jetzt fliegt ja auch noch irgendein Viech vor mir rum. Ich krieg die Krise. Nicht runterfallen. Dann wissen wir das denn nicht gut. So. Hallo. Du hast es versprochen. Ja, ich weiß, dass ich es versprochen habe. Ich verspreche vieles, aber ob ich mich daran halte, ist die andere Sache. Ich habe auch irgendwann mal gesagt, dass ich, ja. Dass ich gut werde. So, was war das jetzt? 853, genau. Ich erinnere mich noch, dass das letztes Mal so passiert ist und jetzt passiert bestimmt irgendwas total Lautes. 8, 5 und bitte noch die 3. Danke. Hoch. Nee. Ich schubse hier die Sachen. Das ist ja jetzt lustig. Was ist das hier? Ist das, also okay, ist eine ganz normale Tür. Okay. Okay, fliegendes Telefon. Passiert mir ständig. Okay. Gott, ich habe das Gefühl, dass der Raum hier ein bisschen schief ist. So. Was ist das da unten jetzt? Da zittert was. Ah ne, das ist nur, weil wir so weit weg sind und die Texturen dann irgendwie so ein bisschen scheiße sind und alles. Hallo. 3, 5, 4. 3, 5, 4. Das Telefon fliegt nicht mehr. 3, 5, 4. Wie oft müssen wir eigentlich noch... was ist denn das hier? Wir teleportieren. Hui! Das hätte aber auch schief gehen können. Oje. Also bloß nicht runterfallen. Telefon! Da kann ich jetzt nicht mehr dran gehen. Na, dann gehen wir halt wieder zurück. Bleib mal. Siehst du mich wieder hoch? Bitte, oder auch nicht. Okay. Und ich bin tot. Nein, ich bin vermutlich nicht tot, aber... bewusstlos. Wieder mal. Wie immer eigentlich bei Layers of Fear. Irgendwie, glaube ich, haben wir selten einen Moment, in dem wir mal nicht bewusstlos sind. So, hier klingelt wieder das Telefon in dem Raum mit dem Baby. Da fehlt was. Jemand hat das weggeschnitten. Und hier ist alles explodiert mal wieder. Erstmal Licht anmachen. Schön hell jetzt. Ey, wo... Achso, da ist das Telefon. Hier klingelt's. Hallo. You deserve this. All of it. All of it. All of it. Klingt wie der schlechte Start eines Remix. Ja. Sehr schön. Was ist das? Ein... How should I put it? Final touches.
Okay. A finger. I needed a finger. Chopped it off. Easier than sawing a leg. Washed it. Dried it in an oven. Fell asleep. Almost burned it. Will I manage to pull this off? Ja, natürlich. Unser Maler hat auch eine ganz schlimme Behinderung. Der hat nämlich keine Finger mehr. Ja, deswegen hat er sich einfach von jemand anders den genommen. Okay. Okay, das wird echt, also das ist jetzt echt irgendwie crazy mit dem Finger. Also allgemein, meine Güte, was haben wir jetzt alle schon so zusammengesammelt? Ja, Haare, okay, das geht da noch. Knochen, Haut und Blut. Also und jetzt haben wir noch einen Finger. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlimm. Ich finde die Haut, glaube ich, viel schlimmer. Na gut, malen wir erstmal weiter. Mal mit den Finger. Das sind Fingerfarben jetzt. So, und was haben wir jetzt? Das sieht aus. Ja. Keine Ahnung. Wie kann man das beschreiben? Es sieht aus wie irgendwie, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Es sieht komisch aus. Es sieht extrem komisch aus. Extrem blöd. Schlechtes Bild. Da kann man gar nichts mehr sagen. Versuch und Irrtum. Okay, gehen wir weiter. Hallo? Hier sind schon die Türen weg. Dann gehen wir einfach mal durch. Muss ich keine Türen öffnen. Wow, Slalom. Wow. Krass. Wow. Wow. Alter, das war Hardcore. Davon will ich bitte eine Zeitlupe. Danke. Oh, Slalom. Wow. Krass. Wow. Wow. Alter, das war Hardcore. Davon will ich bitte eine Zeitlupe. Danke. Wo bin ich? Bin ich im Kreis gerannt? Hallo? Ist das eine Küche? Gibt's hier was zu essen? Oh, ich hab Hunger. Okay. Ich glaube, hier gibt's nichts zu essen. Selbst wenn es hier was zu essen gäbe, müsste ich das vermutlich erstmal kochen. Also hier gibt's zu essen. Aber das ist okay, das ist Gemüse, das kann man, da kann man nichts mit anfangen. We are running out of apples. Wir haben bald keine Äpfel mehr. Sehr schön. Ich könnte als Dora the Explorer arbeiten. Und jetzt könnte ich auch noch bei Blue's Clues arbeiten. Findet Äpfel. Ich weiß nicht, seht ihr hier irgendwelche Äpfel? Seht ihr hier Äpfel? Ich weiß es, ich sehe keine Äpfel. Ach, da sind Äpfel. Heilige Scheiße. Wir haben blau und schlau gelöst. Wir haben blau und schlau gelöst. Denn wir sind richtig toll. Yay. Alter, unser Haus schmilzt. Das ist ja hier House of Wax oder Wachs-Dingsbums-Zeug. Das gibt's ja nicht. Das ist erschreckend. Und schon wieder eine Ladezeit, also wirklich. Ich brauch Ladezeitmusik. Ein Wolpetinger. Nein, was ist denn das? Psst. 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 Der sah aber lustig aus. Er hat ein bisschen Überbiss gehabt. Oh, oh. Ah! Achso. Okay, ich soll mich gar nicht erschrecken. Oh Gott, ja, ist okay. Ist okay. Ist okay. Also Pfeiftöne kann ich nicht ab. Das kann ich wirklich nicht ab. Das hasse ich. Boah. Ich fühle mich so ein bisschen wie ein Hund. Ah. Ein Freund von mir ist bei Skype online. Ich hoffe, ihr seht das nicht. Boah. Hat ihr mir gerade auf den Sack gegangen? I know what it is. Care to tell me how it got in my workshop? Stop lying! We both know it couldn't have gotten there on its own. Guck mal, vielleicht lebt sie wieder. Ich bin eine lebende Ratte.
Sag mal, wer weint denn hier schon wieder? Hört doch mal alle auf zu weinen, meine Fresse. Seid doch nicht so depressiv. Was ist ja schrecklich mit euch. Guten Morgen. Ich mach mal den Ratten nach, ne? Ich laufe einfach mal. Ich mach mal die Tür zu, ne? Gut, schön. Ich sollte die Tür sogar zumachen, oder was? Tatsächlich. Okay. Wo kann ich denn jetzt hier? Hier ist noch eine Tür, ne? Ah, okay. Dann gehen wir hier mal lang. Hallo? Nix da. Nix und niemand mal wieder. Hallo? Nix da. Nix und niemand schon wieder. Was ist das denn hier? Kann man rausgucken. Gott, sieht das draußen schön aus. Und es ist ja auch überhaupt nicht am Regen. Das passt momentan zu dem momentanen Wetter. Es ist immer am Regen. Du musst ja jetzt hier, ne? Don't look back. Das sagst du aber früh. Was ist das hier? Ist das hier ein Disco-Raum? Hier, der ist doch immer heller geworden. Ich glaube, ich spinne. Ist das eine... Ich werde beglückt. Warte mal. Jeder Fehler... Nee, was ist denn Pitfall? Ich so, jeder Fehler eine Fallgrube. Ja. Achso. Ich wollte gerade runterspringen. Und irgendwas Blödes dabei rufen und dann fadet aus. Ist ein Bug. Es ist wirklich ein Bug gewesen. Es war wirklich ein Bug. Eigentlich. Ja, sei mal bitte leise gerade. Bitte sei mal kurz ruhig. Es war wirklich ein... Ja, jetzt hier, ne? Pst. Jetzt mal ganz ehrlich. Junge, ich komm dir gleich... So, wo bist du? Ich komm jetzt rüber hier. Was soll das? Ha? Was willst du eigentlich von mir? Was soll denn die Scheiße? Weißt du, redet mir die ganze Zeit rein. Krieg ich zu viel. Da krieg ich so einen Hals, ne? Krieg ich wirklich. Also wirklich. Geht echt nicht. Ja, nee, es war tatsächlich echt ein Bug. Ich musste mich noch bewegen. Ich musste durchfallen. Hat aber schon ausgefadet gehabt. Das fand ich jetzt echt lustig. So, ich muss hier wieder irgendwo langlaufen, um jetzt gleich dann wieder ins normale Spiel reinzukommen, vermutlich. So. Ja, was ist das denn jetzt hier? Was ist das denn? Ist das hier auch wieder ein Loch, wo ich reinhüpfen muss? Was ist das denn hier? Wo bin ich denn jetzt hier? Was mache ich hier? Ich verstehe gerade nichts mehr. Schön. Nein. Oh. Ah. Ah, spontane Selbstentzündung. Gibt's doch nicht. Was steht da wieder? In Asche sollst du ernten. Aha. Bandagen. Is that her? Oh Gott. Can she hear us? Nein. This is all fixable, right? Kann man alles no, you don't understand. Her face, her hands. She will be devastated. You spin me right round, baby, right round. So. Ah, ich muss das Spiel mal. Haha. Das ist doch. Was war das denn jetzt? Komische Effekte wieder. Can you even paint anymore? Kannst du überhaupt noch malen? Ich konnte noch nie malen. So, was ist das? Ah, ein Ouija-Board. Uiuiui. Ouija. Wie spricht man das aus? Ouija. Ein Ouija-Board. Okay. Ja, erstmal einfach. Okay. Na gut, dann machen wir dann halt hier. Müssen wir. Okay. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, 1, 2, da komme ich gar nicht hin. 1, 2, muss ich... C, D, E.
no. M. A. G. M. N. U. S. Heilige Scheiße, da steht mein Name. Ist das gruselig? Ich würde jetzt was... Ach, warte mal, ich trinke jetzt was. Nein, okay, ich trinke jetzt nichts. Komm, das ist jetzt... Jetzt habe ich den Witz verraten. Entschuldigung, okay, vergesst es. Ist mir egal. So. Einfach mal ja. Nicht richtig? Vielleicht mal mit Hallo. Hallo. Dann halt nicht. Okay, komm, dann lassen wir es. Okay, dann gehen wir weiter. Tschüss. Tschüss, Board. Wir sehen uns. Was ist das hier? Oh, ein Zettel. Bitte, hallo, November. Ich glaube, ich sollte glücklich sein. Warum bin ich nicht glücklich? Ich habe eine wunderschöne Tochter. Ich finde, sie ist es. Was? Also, ich finde, sie ist es. Ja, okay. Ich weiß, dass sie es ist. Also, warum kann ich nicht... Also, warum kann ich sie nicht anschauen, ohne mich schlecht zu fühlen? Ich hatte einen liebevollen Ehemann, wundervoll, sensibel. Jetzt sehe ich nur noch einen seltsamen Mann, der sich nur noch um seine Bilder schert. Als ob sie überhaupt von Bedeutung wären. Es ist alles so sinnlos. Die Musik... Ja, die Musik half. Sie tut es nicht mehr. Sehr schrecklich, meine Damen und Herren. Ich muss mal kurz gucken. 17 Minuten ungefähr. Also eher so in Richtung 16 Minuten sollten wir jetzt sein. Von der Aufnahmezeit. Das heißt, gleich ist der Part auch schon wieder vorbei. Aber wir haben ja dieses Mal wenigstens ein bisschen was geschissen bekommen. Da würde ich auch weinen. Wenn ich da so hängen würde, würde ich auch echt weinen. Glaube ich. Echt schon wieder hier. Warum liegen denn die hier überall so auf den Fensterbänken? Liegen einfach immer welche Sachen rum. Was ist das jetzt schon wieder? God, I am such an idiot. Ja, das stimmt. To think that someone like me could ever compete with you. Ja. In all your sublime beauty. Oh, ja. Everlasting. Immortal. Na, bitte, endlich hat's mal jemand erkannt. Ne? Ich bin halt schon verdammt nice einfach, ne? Muss man einfach mal so sagen. Danke. Wenigstens das Spiel erkennt das. Hallöchen. Die Dame sieht ja jetzt auch nicht unbedingt hässlich aus. I finally figured it out. And it's all thanks to you. Ja, danke. You've showed me that there's no other way. Natürlich gibt's keine andere. Even now, your sad smile confirms what should have been obvious. We will not speak again. Was? Warum werden wir nicht mehr miteinander reden? Oh, hier liegt Zeug. Zeug, was wir aufgesammelt haben, glaube ich. Oh mein Gott, das haben wir alles aufgesammelt. Oh mein Gott, wir werden sterben. Guten Morgen. Apropos guten Morgen. Ich höre schon wieder die Vögel draußen. Ich krieg die Krise. Heilige Maria, Mutter Gottes. Ist das ein Rollstuhl? Mit einer Lampe. Oh Gott. Die Lampe ist gehbehindert. Scheiße. Leute, was ist denn das für eine Welt? Diese Lampe hat sich für uns Menschen geopfert. Und jetzt sitzt sie im Rollstuhl und keiner will sie schieben. Ich mach das. Komm schon. Bestes Feature in dem Spiel. Wenn ich zu nah in den Rollstuhl rangehe von hinten. Meine Scheiße, jetzt darf ich nicht mal mehr die arme Lampe hier rumschieben. Das tut mir echt leid. Ich wollte jetzt hier so hinschieben. Hier so hinstellen, weißt du. Und dann langsam gehen und dann... Was ist das hier schon wieder für eine Scheiße? Mann, nee, ich gehe wieder zurück. Oh Gott. Jemand hat die Lampe umgeschubst. Alter. Ey, wer war das? Jetzt mal... Boah, Alter. Mal ganz ehrlich, aber das geht echt nicht. Alter. Ich könnte keine gehbehinderte Lampe umstoßen. Das ist wirklich, das geht jetzt echt zu weit. Das geht echt zu weit, Leute. Ja, hiermit beende ich das Let's Play. Also hier ist jetzt echt Schluss. Ne, zuerst unser pinkes Eselpferd. Das war schon schrecklich.
Ey, und jetzt auch noch, jetzt auch noch wirklich, jetzt auch noch körperliche Verletzung eines körperlich Behinderten. Das geht jetzt echt nicht mehr. Das kann ich jetzt echt nicht mehr machen, tut mir leid. Das finde ich auch echt, das finde ich jetzt echt, ja, das ist nicht okay. Das funktioniert so nicht. Also das ist echt, wirklich, das ist echt, also irgendwo muss man auch mal eine Grenze ziehen. Und ich finde, diese Grenze ist jetzt erreicht, eindeutig. Also ich werde jetzt noch diese Ladezone hier abwarten, ob dann vielleicht noch eine Entschuldigung der Entwickler kommt. Aber danach ist echt, ja, danach ist schlecht. Ja, okay. So wie ich das sehe, hat sich scheinbar einer der Entwickler schon was angetan. Das ist okay. Kann ich mitleben. Wie gesagt, also wenn man eine körperlich behinderte Lampe wirklich so schändet, kann ich das nachvollziehen. Weißt du, also das Spiel, das ist wirklich hier, ne, das gehört da rein. Ins Klo, bitte, danke. Ne, aber ich verstehe manchmal wirklich, ich verstehe manchmal das Spiel nicht. Weißt du, was soll das mit dem pinken Eselpferd? Was soll das jetzt mit der Lampe? Das ist einfach so, das sind so unbedeutende Sachen irgendwie. Keine Ahnung, das ist so, meh. Ich verstehe das nicht. Ist jetzt ja nicht schlimm, aber ich finde das komisch. Open this fucking door! I need to go! Open up! Hell is... Oh, God. No. No, 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 no. What have you done? No! Schwing, 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 schwing. Okay. Ja, was war das jetzt? Ich glaube, ich habe... Ja. Gut, okay. Ja, scheinbar hat sich seine Frau oder irgendwer hat sich, was angetan. Oh Gott, eine Badewanne. Das kann ja nur schief gehen. Hey! Okay. Ja, okay, jetzt dann tauchen wir jetzt noch runter. Na, das vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Können wir noch runtertauchen? Die Zeit sagt nein, meine lieben Damen und Herren. Und damit stehen wir auf von der Badewanne, gehen ins Menü und ich sage in diesem Sinne, die Kommen down, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Layers of Fear, wenn wir dann in die Badewanne eintauchen. Feuchtfröhlicher Spaß. Und ich habe es gegen das Mikrofon gehauen. Yeah, yeah. Okay, auf Wiedersehen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ne, euer Shinigami. Tschüss und ich bin raus. Man sollte auch noch irgendeine Aufnahme mal beenden. Bevorzugt die des Spiels. Tschüss, euer Shinigami.